Es ist Dienstag, der 14. Juni 2022. Wir haben gerade die neue Ausgabe Heiko Thieme Club aufgezeichnet und da kümmern wir uns natürlich auch darum, was da gerade los ist im Markt. Es fallen ja nicht nur Aktien, es fällt alles ab Verkauf und zwar schon ja im Prinzip den dritten Börsentag in Folge, kann man sagen. Wenn man so will, sogar schon den vierten. Heiko, was ist da los? Ist das Panik? Noch nicht ganz. Es beginnt die Panik. Und wir werden morgen Abend sehen, wenn die amerikanische Notenbank ihre Zinsentscheidung bekannt gibt, ob es ein halbes Prozent ist oder dreiviertel Prozent oder gar 1%. Wir diskutieren das ja auch. Das wird den Ausschlag geben. Es könnte sein, dass wir morgen eine gewisse Panikreaktion im Markt sehen, beziehungsweise auch das Gegenteil eines erneuten Kaufinteresses könnte anfangen, denn wir sind ja ganz offiziell beim Standard Poor's 500 Index jetzt in einer Bässe mit einem Minus von über 20%. Beim Dow Jones ist es noch nicht ganz erreicht. Ich fahre drauf. Die 29.000 Marke werden wir sehen. Aber wir sind nicht in einer Crash-Phase, wie wir es gesehen hatten im März 2020, sondern in einer ganz normalen Bässephase. DAX-Index, alle Indizes, die wir sehen, sind in Bässephasen drin, bis hin zum Freiverkehrsmarkt, der sogar 30% Minus aufweist. Und da fangen natürlich auch die Kaufempfehlungen an. Das heißt, wir haben heute viele Kaufempfehlungen besprochen, aber um es auf den Punkt zu bringen, ich kaufe Werte, die so handeln, als ob der DAX unter 10.000 liegen würde und der Dow Jones unter der 25.000 Marke. Und davon sind wir weit entfernt. Also ich kaufe die Werte, die stärker gefallen sind als der Markt und deren Aussicht, und das ist das Entscheidende, für die nächsten 2 bis 3 Jahre durchaus positiv aussehen, selbst wenn wir in eine schwache Wachstumsphase hineinkommen, hier eine hohe Inflationsrate haben, fast im doppelstelligen Bereich und das auch in den nächsten 1, 2 Jahren noch überwältigen müssen. Gleichzeitig haben wir noch die Problematik mit dem Ukraine-Krieg. Also es gibt viele Probleme, aber das eröffnet auch für uns die Chancen. Und das Letzte, was wir besprochen haben, ist ja auch Bitcoin. Man kennt meine These, Bitcoin ist wertlos. Jetzt ist es bei 22.000, es war schon mal bei fast 70.000 gewesen. Und was wir auch in Bitcoin tun mit wertlosen Anlagen, diskutieren wir ja ebenfalls. Und ganz, ganz, ganz viele Kaufempfehlungen, bei denen du findest, auf diesem Niveau könnte man anfangen zu kaufen, mit Betonung auf anfangen. Wie die Strategie Das funktioniert, ist ja im Club auch zu hören. Und eine Empfehlung gibt es hier jetzt noch obendrauf, die du im Club nämlich nicht genannt hast. Exklusiv sozusagen. weil ich sie gerade gemacht habe, die Siltronic ist im Wafer-Bereich tätig, also mit den Halbleitern beschäftigt, ist ausgesprochen günstig bewertet, nicht wahr? Ist im einstelligen Kurs-Gewinn-Verhältnis-Bereich. Dieses Unternehmen ist auf jeden Fall interessant. Und wer die Aktien nicht kaufen will bei Siltronic, kann sich hier einen Hebel nehmen. Ich nenne hier jetzt auch mein Hebelprodukt. Das ist die MC78A2, wird von Morgan Stanley herausgegeben. Das ist MC78A2, wird zurzeit gehandelt, so um die 2,70 € bis 2,80 €. Das wäre mit einem maximalen halben Prozent des Liquiditätskapitals für mich interessant. Und wer noch nicht Clubmitglied ist und das mal verfolgen will, der soll es gar nicht kaufen, der soll sich mal aufschreiben und sehen, was wird aus einer solchen direkten Empfehlung vom Heiko Thieme Club. Ich war bitte jetzt nicht auf Wochen bewessen, sondern hier sich durchaus mal 6 Monate Zeit lassen, aber ich könnte mir vorstellen, dass dieser Wert sehr viel Freude machen könnte, denn wir brauchen Halbleiter und auch Wafers, nicht wahr? Egal wie die Weltschaft dort läuft. Ja, und viel mehr davon, viel mehr Empfehlungen, Hebel und Einschätzungen der aktuellen Lage, inklusive allen Problemen, die wir gerade haben, gibt es im aktuellen Club. Heiko Thieme, vielen Dank. Bitteschön.